Zu Everyday Carry gehört auch Zahnhygiene dazu, beziehungsweise eine rudimentäre Zahnhygiene, damit man zumindest, wenn das Schnitzel zwischen den Zähnen hängt, nicht ganz nur mit den Fingernägeln arbeiten muss. Und ich stelle dir meine drei EDC-Zahnstocher vor. Und wenn dir das irgendwie interessieren tut, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Rossmann. Schön, dass du am EDC-Kanal dabei bist. Nummer 1, Zahnstocher. Dieses Teil hier habe ich auf Amazon gesehen und weil es aufgrund der Multifunktionalität, die man sich ja bei EDC immer wieder wünscht, so genial ausgesehen hat, habe ich gesagt, ich muss es mir einfach kaufen und das ist es nun. Dieses Teilchen hier ist wirklich, hui, das soll angeblich aus Titan sein, kann ich nicht beurteilen. Ist auch egal, wie gesagt, ich gebe dir den Link auf Amazon, wo ihr das her habt. Und das Ding ist wirklich spitz genug, um in die Zahnzwischenräume reinzukommen. Aber alle Achtung, das Ding ist richtig spitz. Das ist wirklich richtig spitz. Glaubst du nicht? Ich habe hier eine Sendung von Böker bekommen, was bestellt. Und die will ich jetzt, wie nennt man das, perforieren? Na, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mit Löchern versehen. Ja, und da passiert gar nichts. Also wenn du das in dein Zahnfleisch treibst, dann wird es ein bisschen auer machen. Aber das ist die Idee dahinter. Nein, ernsthaft, jetzt Spaß beiseite. Dieses Teil soll laut Hersteller natürlich auch dazu dienen, um ja als Boxcutter zu agieren. Und jetzt schauen wir mal. Na, das hat nicht funktioniert. Also Boxcutten, das ist ein Mythos, denn jetzt hat es mir schon die Spitze hier vorne abbogen. Oje, 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 oje. Ja, jetzt könnte man es aber als Zahnsteinkratzer benutzen, dazu aber später. Also das ist übertrieben. Aber spitz ist es dennoch. Also wie gesagt, irgendwo in einen Karton reintreiben, kein Thema. Schöner Vorteil, sehr kompakt, sehr leicht, lässt sich hier jetzt zusammenschrauben, setze ich dann um und habe dann hier versteckt, ja, dieses kleine Teilchen. Wichtiger Punkt ist, das geht mit der Zeit hier etwas auf, also diese Schraubung, die lockert sich und der Trick ist, ja, einen kleinen O-Ring, eine kleine Dichtung mit dazu zu geben, denn dann hast das Problem beseitigt. Also das ist Nummer 1. Bevor ich zum vielleicht unnötigsten EDC-Zahnstocherteil komme, komme ich zum guten alten Victorinox. Das Victorinox ist einfach der Zahnstocher schlechthin. Ich meine, jeder hat natürlich jetzt das Problem, wenn du zwei Huntsmen hier zum Beispiel am Tisch liegen hast und man möchte einen Zahnstocher benutzen und irgendwer anderer hat dasselbe Messer, dann wird es blöd. Also es wäre schön, wenn Victorinox unterschiedliche Farben rausbringen würde. Vielleicht blau, schwarz, violett, schwarz. Das gibt es übrigens für diese ganzen Onyx, also diese Black Editions, aber sei es drum, das wäre irrsinnig cool, aber das ist der Zahnstocher schlechthin. Wir wissen ja auch seit Felix Simler, dass man den auch halbwegs benutzen kann zum Öffnen und viele andere Funktionalitäten, aber wir haben natürlich eine bessere Lösung, wenn es um das geht, nämlich unsere alte Kehrescheiden, aber das will ich jetzt gar nicht erzählen, da gebe ich dir den Link, schau dir das Video an oder hier beim i, da haben wir was erfunden, um zum Beispiel die Aale, die man da fast nicht rauskriegt, ja, auch benutzen zu können. Also das ist ein schönes Multiteil, weil es natürlich auch flexibel ist, das heißt, du kannst zum Beispiel auch zum Knoten öffnen benutzen, hier zwischen reinfahren und aufmachen, also da gibt es ganz viele Funktionalitäten, der ist in Wahrheit der beste von allen. Und kurze Werbeeinblendung, wir haben natürlich Aufsätze gemacht, um deinen Zahnstocher auch an richtige Messer zu montieren, nämlich Victorinox Aufsatz für unterschiedlichste Messer, auch den gibt es bei uns im Shop. Aber weiter zum letzten und vielleicht unnötigsten Zahnstocher. Und zwar auch das hier habe ich von Amazon. Das Ganze wird in einer Heppen, gibt es in unterschiedlichen Farben, silbernen, wasserdichten Box zum... Das heißt, du hast auch... Du kannst auch Musik machen, zum Entspannen. Aufschrauben ist auch wirklich wasserfest. Und dann sind hier unterschiedliche Zahnstocher enthalten. Also das ist wirklich ein ganz, da muss man aufpassen, dass man nicht alles entgegenkommt. Ein richtiger, fetter Zahnstocher, der auch sehr, sehr spitz ist. Ich würde auch den nicht zum Boxcutten benutzen, aber sei es drum. Und die haben auch unterschiedliche andere Aufsätze. Und jetzt stelle ich mir eigentlich so als Laie, interessierter Laie, die Frage, ist das ein mobiles Zahnreinigungs-Zahnstein-Entfernungsset? Denn so viele Zahnstocher werde ich wahrscheinlich besonders in dieser Form nicht brauchen. Aber das ist halt der hipste und coolste EDC-Zahnstocher, den man momentan am Markt, auf dem Amazon-Markt kriegen kann. Also dieses Teil ist einfach zu groß, also mir würde das am Wecker gehen. Wenn du vielleicht Zahnarzt bist oder irgendwie mobil Menschen behandeln willst, dann ist das vielleicht eine Lösung für dich, aber für alle anderen. Dieses Ding hier, das durchaus seine Berechtigung hat und ich meine, ich denke mir, dass ich als Zahnstocher doch
auch nett ist. Ja? Oder eben das gute alte Victorinox. Wie gesagt, da haben wir unterschiedlichste Zubehörteile zum Umhängen, für die Tasche, für den Gürtel, fürs Messer sowieso und überhaupt. Und das war's. Schreib mal, was ist dein bester EDC-Zahnstocher hier unten als Kommentar. Und ja, teil das Video und sag vielen anderen Leuten, dass der Rainer jetzt auch EDC-Videos macht. Danke, bis dann, ciao.